Er ist Professor für Neurobiologie. Er ist in der Öffentlichkeit sehr bekannt für sein Engagement für eine potenzialentfaltende Kultur und besonders auch für eine potenzialentfaltende Bildung. Er hat etliche Bücher geschrieben. Unter anderem hat er ein Buch geschrieben, das heute im Vordergrund steht. Und das hat er zusammen mit dem Philosophen Christoph Quark geschrieben: Rettet das Spiel. Ganz herzlich willkommen, Gerald Hütter. Hallo, schönen Tag. Der Begriff Spiel ist ja ein Begriff, der schon sehr alt ist und trotzdem noch nicht wirklich scharf definiert ist. Es macht wahrscheinlich Sinn, dass wir den Begriff zuerst ein bisschen klären, was Sie unter Spiel verstehen. Was verstehen Sie denn unter Spiel? Ja, ich merke das häufig, dass wir Begrifflichkeiten in der Öffentlichkeit so breit getreten haben, dass wir sie kaum noch wiedererkennen können. Und dann ist es manchmal ganz gut, man erinnert sozusagen an die Grundlagen und da ist die Neurobiologie wieder ganz gut. Und aus dieser Perspektive heißt es, Spiel ist alles, wo es nicht drauf ankommt. Spiel ist also das Ausprobieren dessen, was möglich ist, ohne dass man gezwungen ist, eine bestimmte Leistung zu erreichen. Da schwingt dann das Wort Lockerheit mit, es schwingt das Wort Zweckfreiheit mit, vielleicht auch. Ja, natürlich. Wir leben ja in einer Welt, wo wir ständig damit konfrontiert sind, dass wir auf irgendeine Art und Weise funktionieren müssen. Und daher kommt dann das Bedürfnis, uns Freiräume zu schaffen, in denen wir einfach mal ausprobieren können, was geht. Und das Interessanteste ist, dass dieses spielerische Ausprobieren dessen, was möglich ist, das ist im Grunde genommen die Voraussetzung für jede Entfaltung irgendwelcher Talente und Begabungen, also von Potenzialen, die in jedem Menschen angelegt sind. Wie sollte jemals ein Kind herausfinden, dass es eine Begabung zum Klettern hat, wenn es nicht spielerisch auch mal ausprobieren würde, wie das ist, wenn man auf den Baum hochsteigt. Das wird aber was völlig anderes, wenn wir uns hinstellen und sagen, du musst jetzt mal auf den Baum klettern, damit du siehst, ob du denn auch klettern kannst. Dann ist das kein Spiel mehr, dann ist das eine Pflichtübung. Dann machen wir das Kind zum Objekt seiner oder unserer Anweisungen. Und damit verliert es das, was das Spiel so wunderbar schön macht, nämlich diese Subjekthaftigkeit. Man kann überhaupt nicht spielen, ohne sich selbst als Subjekt zu erleben, weil man ja der Gestalter des Spiels ist. Es gibt niemanden und nichts, was einen zwingt, jetzt auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Und damit das vor allen Dingen im Zusammenspiel mit anderen dann auch klappt, gibt man sich gemeinsame Regeln. Aber da ist keiner da, der jetzt bestimmt, wie die Regeln sind, dann ist das Spiel schon wieder zu Ende. Sondern das sind Regeln, die zu diesem Spiel dazugehören und wo jeder weiß, wenn er die nicht einhält, dann ist das auch wieder kein Spiel. Und wir können das Spiel ja freiwillig wählen. Das heißt, wenn uns die Regeln nicht passen, dann wählen wir das Spiel nicht und wählen halt ein anderes Spiel. Meist ist das dann so, dass einer sagt, wie die Regeln gehen sollen und der macht dann die anderen zum Objekt seiner Regelvorgaben. Ja. Und damit ist das Spiel zu Ende. Genau. Sie haben jetzt den Link Wenn bereits jeder gemacht. spielen will, wie er will, geht es auch nicht. Entschuldigung. Ja. Und wenn jeder spielen will, wie er will, geht es auch nicht. Also Mensch, ärgere dich nicht, kann man ja nehmen, das kennen ja alle. Ja. Kann nicht funktionieren, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und hier können wir auch schön erklären, was eigentlich in diesem Spiel drinsteckt. Das ist nicht das Gewinnen oder Verlieren, sondern das ist das spielerische Ausprobieren, wie die anderen reagieren, wenn sie rausgeworfen werden. Und in gewisser Weise auch, wie man selbst darauf reagiert, wenn man selbst rausgeworfen wird oder sehr erfolgreich ist. Also es kommt überhaupt nicht drauf an, aber man lernt irrsinnig viel über sich selbst und über die anderen in diesem Spiel. Ja, Sie haben jetzt den Link bereits gemacht zur Neurobiologie. Wo genau hat die Neurobiologie ein Interesse am Spiel? Oder wo ist das Neue, dass die Neurobiologie zum Spiel oder zum Umgang mit Spielen beitragen kann?
Ja, das ist ja in den letzten Jahren deutlich geworden, dass es keine genetischen Programme gibt, die so hochkomplexe Vernetzungen in unserem Hirn aufbauen, sondern dass die genetischen Programme dafür sorgen, dass im kindlichen Hirn ein Überschuss an Verknüpfungen, sogar ein Überschuss an Nervenzellen bereitgestellt wird. Und diejenigen Verknüpfungen, die sich dann im Leben bewähren, die dort Bedeutung bekommen, die man also für irgendwas nutzen kann, die werden stabilisiert und die anderen schrumpeln wieder weg. Und was Kinder machen, ist, die probieren jetzt aus, was alles geht. Und damit erkunden sie dieses riesige Potenzial. Es ist wunderschön zu sehen, wenn ein Kind, bevor ein Kind laufen lernt, versucht es erstmal auf alle mögliche Art und Weise voranzukommen und erkundet die Bewegungsmuster, die ihm zur Verfügung stehen, und findet dann heraus, wie das am besten geht, macht es dann so, und das dafür verantwortliche Verschaltungsmuster im Hirn wird stabilisiert. Das wäre also zunächst dann das Krabbeln. Erstmal muss es sich umdrehen lernen, dann kann es krabbeln lernen, dann kann es auch vielleicht auf allen Vieren sich schon fortbewegen, und dann kommt dann dieser große Augenblick, wo es dann auch versuchen wird zu sehen, ob es auch möglich ist, sich so hinzustellen, wie andere das schon können, an denen es sich orientiert. Und das ist alles Versuch. Das ist Versuch und Irrtum, da gibt es keine Vorschriften, wie man das machen kann. Jedes Kind lernt das auf seine Weise, nicht durch Belehrung. Man kann ja nicht laufen lernen, unterrichten, sondern indem es herausfindet, wie es geht. Und das ist Erkundung, Potenzialerkundung. Wie könnte es gehen und wie und welche dieser Möglichkeiten, die da zur Verfügung stehen, um sich fortzubewegen, erweist sich dann als die praktikabelste. Und so lernt man laufen. So lernt man nebenbei gesagt auch sprechen. So lernt man im Grunde genommen alles, was man so als kleines Kind lernt, wenn man in die Gesellschaft reinwächst. Und erst später kommt dann die Phase, wo es Erwachsene gibt, die immer stärker darauf achten, dass man das lernt, was die wollen. Aber dann ist das Spiel vorbei. Ja. Und mit dem Titel rettet das Spielen. Es hat noch einen schönen Untertitel, weil Leben mehr als Funktionieren ist. Könnte man daraus schließen, anhand vom Titel und Untertitel, dass wenn man nicht spielt, man einfach funktioniert, und wenn man spielt, dann ist es eben mehr als nur Funktionieren. Das soll das heißen, ja. Klar. Aber ich meine, Sie können sich ja umgucken in der heutigen Welt. Das sind ja 90% der Menschen, die also ständig versuchen, so gut wie möglich zu funktionieren. Die sich also immer an den Aufgaben orientieren, die wieder mal jeder Tag für sie bereithält. Und da bleibt dann kaum noch Zeit für irgendwelches spielerische Ausprobieren, sondern da muss man abarbeiten. Und inzwischen haben wir es als Erwachsene fertiggebracht, dieses Abarbeiten von Aufgaben auch bis in den Kleinkindbereich hinunter zu schieben, sodass also jetzt auch schon viele sehr kleine Kinder einen Plan haben, was sie da nun alles lernen sollen, und dann muss der auch abgearbeitet werden. Und da ist dann gewährleistet, dass sie das, was auf dem Plan steht, dann wohl schon auch irgendwie lernen, aber dass sie nichts davon selbst gestalten können, dass sie das nicht selbst herausfinden können. Das hat nichts Spielerisches mehr, sondern das hat etwas mit einer Programmierung zu tun, die man da als Erwachsener mit seinem Kind vornimmt. Und da sehen Sie schon, wo ich hin will. Dann benutzt man das Kind als Objekt seiner Vorstellungen und Ziele und Absichten und seiner Bewertungen und seiner Belehrungen. Und dann ist ein Kind in dieser Objektrolle gefangen. Und da haben wir eben gesagt, da kann man ja nicht spielen. Wenn man sich als Objekt erlebt, hat man eigentlich kein anderes Bedürfnis, als irgendwie aus der Nummer da rauszukommen. Weil das nebenbei gesagt dazu führt, dass im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Also man hat dann auch wirklich, wenn man das erste Mal erleben muss, dass man nicht so sein darf, wie man ist, sondern zu etwas werden soll, was sich andere ausgedacht haben, dann tut das richtig weh. Und das ist dann das Problem, mit dem sehr viele Kinder dann zu tun haben. Und dafür müssen sie irgendeine Lösung finden. Und das ist natürlich getrieben, das hat mit Ausprobieren wenig zu tun.
Und das, was sie dann machen, ist das, was sie bei den anderen erkennen können. Meistens drehen sie einfach den Spieß um und machen den Befehlshaber zum Objekt, indem sie sagen, blöde Mama, doofer Lehrer oder bescheuerter Chef. Das ist dann auch ganz nett. Und manche lernen das so gut, dass die das nicht nur im Kopf machen und mit Worten, sondern die machen das auch mit Taten und lassen die anderen dann nach ihrer Vorstellung tanzen. Und das hat auch wenig mit Spiel zu tun. Das ist ja alles getrieben. Es ist getrieben von dem Bemühen, sich nicht selbst zum Objekt machen zu lassen. Und dann gibt es noch welche, die bringen das offenbar nicht fertig, andere für ihre Zwecke einzusetzen. Und die machen sich selbst zum Objekt. Die sagen dann, ich bin blöd, ich kann nicht. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht laufen, ich kann nicht rechnen, ich kann... Und dann am Ende nicht singen und auch nicht spielen. Und dann ist natürlich der Lebensweg oftmals vorgezeichnet. Und da gibt es ja verschiedene Spiele. Wenn ich nochmal so ein bisschen auf das Wesen des Spiels eingehe, es gibt das freie Spiel, es gibt das Regelspiel, es gibt Wettkampf, Wettbewerb. Und auch da wieder, die Spiele haben sich wieder verändert im Laufe der Jahrtausende. Jäger- und Sammelkulturen hatten andere Spiele, als wir sie haben. Bei uns sind Spiele vielfach Wettkampfspiele. Könnte auch wieder ein Abbild von der Gesellschaft sein. Man kann es ja so formulieren, dass wenn die Kinder ohnehin in eine Wettbewerbsgesellschaft hineinwachsen, dann sollen sie auch mal schon spielerisch ausprobieren, wie das geht. Wettbewerbsspiele haben aber die dumme Eigenschaft, dass man da in Wirklichkeit nicht alles ausprobieren kann, was geht, sondern man muss das machen, was einem zum Sieg verhilft. Und da ist mit Ausprobieren nicht mehr so sehr viel, da ist eher Anstrengung angesagt. Und deshalb führen diese Wettbewerbsspiele eigentlich nicht dazu, dass Menschen Potenziale entfalten, sondern die führen höchstens dazu, dass sie bestimmte spezielle Fähigkeiten entwickeln. Also Fußballer zum Beispiel oder bei Olympischen Spielen kann man das ja auch hübsch beobachten, was da für Leistungen erzielt werden. Das hat natürlich alles mit Spiel gar nichts mehr zu tun. Und Spiele ist auch etwas, was, Sie haben jetzt von Potenzialentwicklung gesprochen, und Spiele ist ja etwas, was man freiwillig tut. Das heißt, wenn ich spiele, dann tue ich das, was mich interessiert. Und ich interessiere mich wahrscheinlich für das, wo ich eben irgendwie Talente habe, wo ich Fähigkeiten habe, oder ich vertiefe die zumindest. Das heißt, wenn ich spiele, dann bin ich eigentlich automatisch, folge ich so meinen Talenten und baue die aus. Ja, das wäre das wesentliche Kennzeichen des Spiels, dass man ausprobiert, was geht, und man folgt dem, wofür man eine besondere Begabung oder Anlage hat. Und das sind aber ja bei unseren Kindern ganz unterschiedliche Anlagen und Begabungen und nicht nur die, die wir so immer im Auge haben, also musisch oder intellektuell, sondern da gibt es auch welche, die sind hochbegabte Kirschkernweitspucker oder eben die schon erwähnten hochbegabten Kletterer. Und da gibt es auch welche, die besitzen eine unglaubliche soziale Kompetenz, die sie dann auch eingeübt haben, häufig, weil sie mit anderen zusammen aufgewachsen sind, also in altersgemischten Gruppen. Das ist normalerweise eine Großfamilie. Und das wird dann alles dort ausprobiert, und wer dann besondere Begabung hat, der entdeckt die, der kann die einsetzen, der kann die weiterentwickeln und ist aber gleichzeitig in ständigem Austausch mit den anderen, sodass er nicht Gefahr läuft, dass er zum Fachidioten oder zum Hochleistungsperformer wird. Es gibt ja ganz viele Studien, die zeigen, wie wichtig das Spielen ist. Es gibt Studien, die zeigen, wie wichtig das Spielen für die Entwicklung von Menschen ist, von Kindern ist. Andere, die eben zeigen, dass das wenig Spiel dann zum Beispiel auch schnell mal Gefahr läuft, in einen Burnout zu laufen. Wiederum andere, die zeigen, dass man mit Spielen eben bei sich selber bleiben kann, dass man viel, viel zufriedener ist, weil man das eigene leben kann, also die eigenen Talente leben kann. Es gibt unendlich viele Studien, und trotzdem haben Spiele in unserer Gesellschaft so ein Nischendasein und auch
es ist so etwas, was man höchstens so in der Freizeit tut. Da kann man spielen, das ist in Ordnung, aber so das Leben spielen, was ja das Thema des Kongresses ist, das ist, oder auch zum Lernen spielen, das ist etwas, was man kaum sieht und kaum antrifft. Ja, aber was erwarten Sie von einer Gesellschaft und einer Kultur, in der überall propagiert wird, dass es darauf ankommt, dass man möglichst schnell ist, dass man möglichst effizient ist und dass man möglichst gut funktioniert? So eine Kultur kann eigentlich gar nicht das existieren, als dass sie das Spiel dann auch noch instrumentalisiert und dann am Ende eben das Spiel keine Rolle mehr spielt. Ja, aber das würde, wenn wir das eben zu Ende denken, heißen, dass wir leider eine Gesellschaft aufgebaut haben und eine Kultur entwickelt haben, in der uns andere Dinge wichtiger sind als unsere eigene Weiterentwicklung. Und das wiederum ist ja dann auch leicht zu beantworten. Es geht um Wachstum, um Wirtschaftswachstum, um Vollbeschäftigung, um hohe Einkommen, damit man da möglichst viel Freizeit hat. Und diese Freizeit wird dann auch noch benutzt, um sich dann was zu gönnen, weil man da ja so viel dafür gearbeitet hat. Und das ist auch schon eher zwanghaft. Da ist wenig Spielerisches in der Freizeit. Da muss man dann auch noch irgendwas tun, was sinnvoll ist und was irgendeinen Nutzen hat. Oder man muss sich eben dann mal 3 Wochen in irgendeinen Liegestuhl an so einen vollgepackten Strand legen, damit man dann das Gefühl hat, man hätte sich jetzt erholt. Ja, das hat mit Spielen alles herzlich wenig zu tun. Also mit anderen Worten, in einer solchen Gesellschaft, wie wir sie haben, hat das Spiel einfach keinen Platz. Das war ja der Grund, weshalb wir gesagt haben, rettet das Spiel. In Wirklichkeit ist es eine Aufforderung, dass Menschen und immer mehr Menschen anfangen, diese Prämissen zu hinterfragen, innerhalb derer diese Gesellschaft existiert. Sehen Sie Zeichen, dass sich da was wandeln könnte in den nächsten Jahrzehnten? Ja, wir sind, das spüren ja alle Menschen, wir sind ja in einem unglaublichen Veränderungsprozess im Augenblick, schon seit einigen Jahrzehnten, und der wird auch immer deutlicher und es gibt dann auch gewisse Vorwärtsentwicklungen, aber es gibt auch wieder Rückentwicklungen, weil das ja auch sehr schwierig ist, sich jetzt als Gesellschaft eine andere Art des Umgangs miteinander auszudenken und das auch zu leben. Und in diesen zurückliegenden Jahrhunderten, also eigentlich muss man sagen Jahrtausenden, weil diese hierarchischen Strukturen ja ungefähr vor 10.000 Jahren entstanden sind, als die Menschen sesshaft geworden sind und dann Besitz zu verteidigen hatten. Das war der große Wendepunkt in der bisherigen Menschheitsgeschichte, und dann haben sie ihre hierarchischen Strukturen aufgebaut, vielleicht am Anfang erstmal zur Verteidigung oder zum Angriff, also fürs Militär, und dann hat sich das so bewährt, dann hat sich das in alle anderen Bereiche ausgedehnt und ausgebreitet. Am Ende ist sogar die Spiritualität in solche religiösen hierarchischen Ordnungen eingebettet worden, mit dem Papst ganz oben, der denen allen sagt, was sie wie zu glauben haben. Und diese hierarchischen Ordnungen haben so ein sonderbares Nebenprodukt. Da strengt ja jeder sich an, dass er hochkommt von unten. Das macht ja keinen Spaß, ganz unten zu sitzen. Und deshalb strengen sich alle an. Und indem sie sich anstrengen, erzeugen sie Wissen, erzeugen sie Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Sie erweitern sozusagen ständig den Horizont. Heute nennt man das wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Und wenn man das 10.000 Jahre lang so macht, kommt da so viel heraus, dass am Ende die Welt immer komplexer wird. Und heute ist die Welt so komplex geworden, so vernetzt, so digitalisiert, so globalisiert, dass wir jetzt plötzlich vor dem Phänomen stehen, dass sich diese hochkomplexe Lebenswelt, die wir uns selbst geschaffen haben, nicht mehr mit hierarchischen Strukturen ordnen lässt. Ja, und jetzt wissen wir nicht weiter. Manche versuchen dann wieder zurück zu gucken und hoffen, dass ihnen irgendwie doch noch ein autoritärer Führer hilft. USA im Augenblick mit Herrn Trump, aber wir hatten das ja auch schon mal im vorigen Jahrhundert. Und manche versuchen, sich zusammenzurotten und mit neonazistischen Parolen umherzurennen. Also das sind alles hilflose Versuche, die Welt wieder einfacher zu machen, sodass sie wieder mit
hierarchischen Ordnungsprinzipien geordnet werden kann. Und das wird alles nicht funktionieren, aber das wird noch eine ganze lange Zeit versucht werden, weil man diese hierarchischen Ordnungen ja nicht einfach abschaffen kann, dann entsteht eine völlige Unordnung. Also das Gegenteil von Hierarchie ist nicht Anarchie, sondern Anarchie ist etwas, was man sich erst leisten kann, wenn man Menschen hat, die alle in sich selbst so etwas wie einen inneren Kompass tragen, der ihnen hilft, ihr Menschsein nicht zu verlieren oder, nennen wir es mal, verträgliche Menschen zu werden oder alles dafür zu tun, dass sie selbst und die mit ihnen zusammenlebenden anderen Lebewesen das, was da in ihnen als Potenzial angelegt ist, auch zur Entfaltung bringen können. So einen inneren Kompass bräuchten wir, den haben wir aber nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie der aussieht. Ich glaube, dass er Würde heißen könnte. Das würde dann heißen, wenn ein Mensch ein Gefühl und dann vielleicht auch eine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde entwickelt hat, hätte er so einen inneren Kompass, der ihn in seinen Handlungen und auch in seinen Interaktionen mit anderen Menschen leitet. Er würde dann eben nichts tun, was seine Würde verletzt, und die Würde wäre Ausdruck von Erfahrungen, die er gemacht hat, die ihm alle gezeigt haben, wie Menschen eigentlich miteinander ihr Zusammenleben gestalten müssten, damit es gut wird. Und wenn man sich dann auch selbst so verhalten will, dann hat man ein inneres Bild, wie das gehen müsste. Und dann sagt man, dass ich will so leben, dass ich meine Würde nicht verletze. Das heißt mit anderen Worten, dass ich mich nicht selbst oder andere zum Objekt mache. Und da sind wir jetzt an einem interessanten Punkt dieser gegenwärtigen Gesellschaft, weil dieses gegenwärtige Konsumsystem, was wir haben, braucht ja möglichst viele Menschen, die aber auch keinen blassen Schimmer davon haben und die sich auch gar nicht dafür interessieren, wie oft sie täglich ihre Würde verletzen. Und da, glaube ich, kommt man dann mit dem Spielerischen nicht mehr so richtig dagegen an. Ja. Da braucht es dann vielleicht eine Rückbesinnung auf das, was Menschsein eigentlich bedeutet. Aber auch das ließe sich schneller entdecken, wenn man es nicht unter Druck und angeordnet herauszufinden versuchte, sondern wenn man es gemeinsam spielerisch entwickelt. Also so etwas gibt es ja auch, dass Menschen zusammenkommen und sich miteinander austauschen, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie eine gute Form des Zusammenlebens eigentlich aussehen könnte. Mhm. Das kann man dann auch erstmal spielerisch ausprobieren. Das machen wir übrigens in der Akademie. Ich habe ja so eine Akademie für Potenzialentfaltung gegründet und da geht es um Potenzialentfaltung in Gemeinschaften. Und ein Grundsatz heißt, das geht überhaupt nicht mit Potenzialentfaltung alleine, sowieso nicht, geht nur in Gemeinschaften. Und das geht auch in Gemeinschaften nur dann, wenn dort keiner den anderen zum Objekt macht. Mhm. Und wir begleiten Gemeinschaften auf diesem Weg und eine Intervention heißt, probieren Sie doch alle erstmal miteinander für eine Woche aus, wie das ist, wenn keiner den anderen mehr zum Objekt macht. Das ist Wahnsinn. Toll. Erstens, wie schnell die Menschen plötzlich merken, die das ausprobieren, wie oft das passiert, wie hilflos sie eigentlich auch bisher gewesen sind, wenn es passiert. Und was dann auf einmal möglich wird, wenn sie es hinkriegen. Ja, da muss man ja ständig, statt dem anderen zu sagen, was er schon wieder verkehrt gemacht hat und wie man das jetzt richtig macht, muss man ja ständig gucken, dass man den anderen einlädt, ermutigt und inspiriert, es selber herausfinden zu wollen. So, und da hilft man sich gegenseitig in eine Kultur des Umgangs miteinander, die spielerisch herauszufinden versucht, wie es gehen könnte. Das ist die vorderste Front jeder Entwicklung. Dort, wo gespielt wird, findet Entwicklung statt, nicht dort, wo ausgeführt wird, was man schon gefunden hat. Und das macht das Spiel so interessant. Das ist praktisch die Beschäftigung, mit der wir die Zukunft bauen. Mhm. Und das, was wir schon haben, ist eigentlich nur die Nutzung dessen, was schon entwickelt ist, um uns einigermaßen über Wasser zu halten. Sie haben die Akademie für Potenzialentwicklung erwähnt, die Sie gegründet haben. Haben Sie da ganz konkrete Beispiele, wie Ihre Tätigkeit da aussieht und vielleicht auch so ein Beispiel,
was das bringen könnte, also was dann dieses Potenzial, das da frei geworden ist, zu was das fähig ist. Ja, wir begleiten ja unterschiedliche Gemeinschaften. Also das kann ein Team an der Arbeit sein, das kann ein Feuerwehrverein sein, Sportverein, das kann aber auch eine ganze Kommune sein, ein Dorf oder ein Stadtteil, kann auch ein ganzes Unternehmen sein, Lehrerteams. Das ist eigentlich alles egal, was das jetzt für eine Gruppe ist. Es müssen nur Menschen sein, die Lust darauf haben, das mal auszuprobieren, wie das anders gehen könnte. Und dann ist es auch so, dass wir selbst können ja nicht wissen, wie es geht. Also können wir denen nur helfen, es auszuprobieren und es selbst herauszufinden. Und da haben wir schon eine ganze Reihe von sehr angenehmen Erfahrungen gemacht. Also die für mich beeindruckendste Erfahrung war die Begleitung eines Teams von Amateurrennfahrern, die sich in den Kopf gesetzt hatten, das Race Across America, das härteste und längste Radrennen der Welt, gemeinsam als Team zu machen. So, und die stammten aus Thüringen, irgendwo da im Osten. Und dann haben die schon mal geübt und sind von Gera oder wo sie her waren, bis hoch an die Ostsee gefahren, also 600 Kilometer hoch und wieder zurück. Und dann haben die uns angerufen und haben gesagt, das wird nie was. Wir kommen da niemals quer durch Amerika. Wir haben uns schon auf der kleinen Fahrt bis zur Ostsee so in den Haaren gehabt und uns so gegenseitig angeschimpft. Das kann so nicht gehen. Wir müssen da irgendwie eine Hilfe haben. Und mit solchen Teams, die sowas vorhaben, kann man relativ gut arbeiten. Da braucht man gar nicht viel. Also ein bisschen Hilfestellung, das gemeinsame Anliegen ein bisschen herausarbeiten und nochmal deutlich machen, wie man das erreichen kann und dass es dabei eben darauf ankommt, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass es sonst nichts wird. Einladen, ermutigen, inspirieren, immer wieder wie ein Mantra, bis die das also so weit verinnerlicht haben, dass sie es auch tatsächlich leben und ausprobieren. Dann kriegen sie auch ein Erfolgserlebnis nach dem anderen. Das führt wiederum dazu, dass diese neue Verschaltung im Hirn, mit der man einlädt und ermutigt und inspiriert, dann auch immer besser wird und immer, immer besser funktioniert. Ja, und dann sind die losgefahren und hatten kein Geld, mussten das alles selber bezahlen, keinen Sponsor gefunden. Und dann am Ende des Sommers riefen die mich an und sagen, wir sind wieder da. Ich sage, na und, habt ihr das geschafft da von einem Ende zum anderen? Ach, was heißt geschafft? Wir haben gewonnen mit 5 Stunden Vorsprung vor den Amerikanern. So, das ist das, was dabei herauskommen kann, wenn Menschen anfangen zusammenzuarbeiten. Die Amerikaner hatten im Himalaya hatten die trainiert, hatten einen Haufen Sponsorengelder geworben und unsere kleine Thüringer Radfahrertruppe hatte eigentlich nichts weiter als sowas wie Teamgeist entwickelt. Also, und das nicht sozusagen mit Gewalt und mit Druck, sondern durch spielerisches Ausprobieren haben die gemerkt, wie es besser geht. Und dann haben sie es gemacht und dann kann man sogar solche Wahnsinnsleistungen vollbringen, wo andere sagen, das ist ja völlig unmöglich, dass das funktioniert. Doch, das funktioniert. Ich glaube sogar, dass wir überhaupt noch gar keine Ahnung haben von dem, was wirklich möglich wäre, wenn Menschen anfingen, spielerisch gemeinsam auszuprobieren, was wirklich geht. Spielerisch handeln heißt ja für mich auch, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, also sich nicht als oder die eigenen Wünsche oder was auch immer, die eigenen Bedürfnisse nicht als Maß für alle nehmen, sondern halt wirklich auch zurückzunehmen und sagen, die anderen haben ja auch ihre Bedürfnisse und auch ihre Wünsche. Das ist das eine. Das andere ist, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was ich sehr häufig höre, wenn man so von Potenzialentfaltung spricht oder von Spielen spricht, das ist ja intrinsisch motiviert. Das heißt, ich möchte das aus mir selbst heraus, ohne dass mir das jemand nahelegt oder mich dazu zwingt. Und wenn ich so diese Haltung vertrete, dann höre ich oft, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder tut, was er eigentlich möchte? Das ist ja eine völlig egoistische Gesellschaft. Aber eigentlich ist ja das Gegenteil, wie das Team jetzt, das Sie beschrieben haben, gezeigt hat, wenn man andere nicht als Konkurrenten betrachtet, sondern als Mitspielende,
und sie einfach einlädt und die tun das, die spielen eben gemeinsam, freiwillig zusammen. Was da möglich ist, das ist ja was ganz anderes und hat mit Egoismus eigentlich gar nichts zu tun. Ja, klar, das ist die, sobald sie Menschen die Möglichkeit geben, selbst der Gestalter zu werden und die dann auch das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht müssen, sondern dass sie dürfen, setzt das ungeheuerliche Kräfte frei. Diese Kräfte können wir aber oder können sehr viele Menschen sich gar nicht vorstellen, die ein Leben geführt haben, wo sie immer nur funktioniert haben und wo sie immer nur durch Druck, also durch Belohnung oder durch Bestrafungen oder die Androhung von Nachteilen dazu gebracht worden sind, Höchstleistungen zu vollbringen. Das waren keine Höchstleistungen, sondern das waren Dressurleistungen. Die gehören in den Zirkus. Und richtig ernst und richtige Spitzenleistungen kriegt man so nie. Und wenn man sehen will, wie leicht sich das auch beweisen lässt, dann müsste man einfach nur mal so einen 3-jährigen Jungen anschauen, wie der dabei ist, einen Turm zu bauen aus Bauklötzen. Da kriegt er diesen Ehrgeiz, dass der jetzt nicht mittelmäßig hoch sein soll oder möglichst klein, sondern das soll der größte Turm sein, der nur überhaupt geht, und er gibt sich eine irrsinnige Mühe, ist möglicherweise den ganzen Nachmittag dabei, diese Steine immer wieder neu aufeinander zu stapeln, weil das immer wieder umfällt, bis er dann einen geschafft hat, der also wirklich an die Grenzen seiner Möglichkeiten gegangen ist. Das ist eine Höchstleistung. Und wenn dann nur aber abends dann der Papa nach Hause kommt und der Junge hat dann den Turm da immer noch stehen und er sagt dann, Papa, guck mal, Turm gebaut. Und dann kommt der Papa und sagt, ah, schöner Turm, aber guck mal, ich kann noch einen viel größeren. Dann ist aus. Dann hat der Papa den Jungen zum Objekt seines Narzissmus gemacht. Ja. Er benutzt den Jungen, um sich als Selbstdarsteller in irgendeine Rolle hineinzumanövrieren, von der er aus Gründen, die wir alle nicht kennen, meint, es sei nun wichtig, dass der Sohn Hochachtung oder Ehrfurcht vor ihm entwickelt. Und in Wirklichkeit treibt er dem die Lust am Turmbauen aus, weil er natürlich jetzt künftig aus sich heraus keinen Turm mehr bauen wird. Und wenn Menschen also immer wieder nur die Erfahrung machen, dass andere sie zu Leistungen antreiben, dann können die sich gar nicht vorstellen, was denn passieren würde, wenn der Treiber weg ist. Und die meisten würden ja dann auch zu Hause sitzen bleiben auf dem Sofa. Die kennen ja nichts anderes. Deshalb muss man solchen Menschen, die mit solchen Argumenten kommen, erstmal recht geben. Muss man sagen, jawohl, das stimmt, aber das stimmt eben nur für die, die so abgerichtet worden sind. Und dann muss man sagen, und ich glaube nicht, dass im 21. Jahrhundert das noch besonders erfolgreiche Menschen sind, die also nichts anderes gelernt haben, als nach der Peitsche zu tanzen, sich anzustrengen, wenn einer daneben steht, und nur dann was zu machen, wenn da einer sagt, was gemacht werden muss. Das ist definitiv nicht das Erfolgsrezept für ein glückliches Leben im 21. Jahrhundert. Das war es aber beispielsweise im Kaiserreich. Da, wenn einer so Kinder immer noch fürs Kaiserreich erziehen will, dann kann er das machen. Aber es muss er sich überlegen, wo das Kaiserreich ist, wo der Junge dann so optimal funktionieren kann, dass der dann Feldmarschall wird. Mhm. Hört sich schon alles ein bisschen komisch an, ne? Sie haben wieder ein Stichwort gegeben, nämlich das 21. Jahrhundert und das funktioniert im 21. Jahrhundert. Die große Änderung jetzt mit der Digitalisierung, die ja dieses 21. Jahrhundert stark prägen dürfte, ist ja, dass die ganzen Routinetätigkeiten von Algorithmen übernommen werden. Und was noch bleibt, was den Menschen noch bleibt, das sind Tätigkeiten, die ganz viel Problemlösefähigkeit benötigen, die Kreativität benötigen und die Empathiefähigkeit, Sozialfähigkeiten benötigen. Und das würde ja schon ganz stark dafür sprechen, dass das Spiel gestärkt wird, weil genau da kann man das ja bilden, diese Fähigkeiten. Na, jemand, der nie in seinem Leben gezwungen worden ist, gut zu funktionieren, sondern der sich immer wieder in neuen Kontexten ausprobieren durfte und dabei möglicherweise auch sehr viel geleistet hat, also auch sich toll entwickelt hat, der wird keine Schwierigkeiten haben. Das ist ja einer, der sich immer als Subjekt erlebt hat. Und der wird auch immer
gestalterisch tätig sein. Das heißt, das wird dann, wenn er beispielsweise Gärtner wird, wird das ein Gärtner, wo alle anderen in seinen Garten kommen und sagen, unglaublich, so ein Gärtner. Und so einer ist ein anderer als einer, der auch Gärtner gelernt hat, aber mit dem Laubbläser jeden Herbst die Blätter zusammenfegt. Das heißt, dieser Laubbläser, der hat eine genaue Dienstvorschrift und da steht dann drauf, was er alles zu machen hat und das macht er dann auch. Und da haben Sie genau das Stichwort für Ihren sehr interessanten Einwand. Menschen, die die Freude am eigenen Entdecken und Gestalten verloren haben und nur noch wegen der Bezahlung arbeiten, sogenannte Lohnarbeiter, verrichten, weil sie das ja nur wegen der Bezahlung machen, so einfache Tätigkeiten, dass die immer ersetzbar sind. Also die sind nicht nur durch einen anderen Kollegen ersetzbar, wenn die mal ausfallen, sondern die können auch jetzt, wo wir diese digitalen Automaten haben, die können auch locker durch so einen Automaten ersetzt werden. Und zwar nicht nur Gärtner, sondern also inzwischen können die Automaten Auto fahren, die können Akten sortieren, die können Operationen konzipieren. Also das trifft auch Ärzte, die keine Lust mehr auf ihren Job haben. Das trifft auch Rechtsanwälte, das trifft auch Hochschullehrer. Die sind alle übrig, wenn die nicht zu denen gehören, die Freude am Arbeiten haben. Und Freude am Arbeiten heißt immer, die Arbeit doch eher als etwas betrachten, was man spielerisch vollbringt, weil es einem Freude macht, wo man was ausprobieren kann. Und jetzt kann man das noch schnell zu Ende denken, kann sagen, okay, diejenigen, die jetzt sowieso keine Lust aufs Arbeiten haben, die arbeiten ja nur, damit sie Geld verdienen. Das sind dann aber auch diejenigen, die sich immer was gönnen müssen für das hart und bitter erarbeitete Geld. Das sind dann auch diejenigen, die ja überall nach den Billigangeboten herumrennen, die da alle möglichen Schnäppchen einsammeln, die dann mit den Plastiktüten umherrennen und dreimal im Jahr in die Südsee fliegen oder in irgendeinem Billigflieger sich wieder irgendwo hinfliegen lassen. Das heißt, diejenigen, die nicht gerne arbeiten und nur deshalb arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen, wie Sie sagen, wären diejenigen, die am schnellsten von diesen digitalen Automaten und Robotern ersetzt werden. Die sitzen dann zu Hause und jetzt gehört ja nicht mehr so sehr viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, was für ein Schicksal die dann erwartet. Die kommen nicht auf die Idee, wenn sie dann die müssen ja ein bedingungsloses Grundeinkommen haben dann. Also irgendwie müssen sie ja leben. Also wird dann jetzt ja schon auch in der Wirtschaft und sogar im Silicon Valley darüber geredet, dass man wohl an dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht vorbeikommt. Das heißt, das wird alles schon durchdacht. Und die werden dann ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie alle anderen vielleicht auch, bekommen. Aber jemand, der nie gerne gearbeitet hat, der wird dann nicht plötzlich auf die Idee kommen, im Wald aufzuräumen oder irgendwie eine Arbeit zu suchen. Sondern der sitzt dann zu Hause auf dem Sofa und fragt sich, was er sich jetzt Tolles gönnen kann für das Geld, was er jetzt kriegt, ohne arbeiten zu müssen. Und das Naheliegendste ist eine virtuelle Brille. Also eine VR-Brille. Die kauft man sich dann. Da kann man dann gleich auf dem Sofa sitzen bleiben und kann sich sozusagen überall in der Welt und wo immer man will, in alle virtuellen Räume hineinbeamen. Das ist dreidimensional. Die sind schon sehr weit entwickelt. Kürzlich war ich bei so einem VR-Brillenentwickler und habe ihn gefragt, wer bezahlt denn diese ganzen Programme? Das ist ja teuer, solche hochkomplexen Programme für diese Brillen zu entwickeln. Da hat er wie aus der Pistole geschossen gesagt, 95% Pornoindustrie. Mhm. Und dann ahnt man schon, wo der Markt ist und womit sich dann diese Leute, die keine Lust aufs Arbeiten haben, beschäftigen. Und jetzt könnte man ein bisschen sarkastisch sagen, na, das ist ja toll, dann sind ja diese Schnäppchenjäger alle weg, die im Augenblick dabei sind, unseren Globus am stärksten zu ruinieren mit ihren Abfällen und ihrem Konsumverhalten. Und die sind nicht nur aus dem Verkehr gezogen, weil sie auch zu Hause auf dem Sofa sitzen mit ihrer Brille, die vermehren sich auch nicht mehr. Das wäre dann das gigantischste Selektionsprogramm nach Darwin, was die Menschheit je erlebt hat. Bleiben ja dann am Ende nur noch die übrig, die gerne arbeiten. Und die müssten, damit die diese Freude am Arbeiten haben, müssten die ja aus Schulen kommen, wo ihnen nie die Freude am Lernen verloren gegangen ist. Und jetzt dürfen sie dreimal raten, warum das Spielen so wichtig ist. Also das geht nicht anders. Wir brauchen uns auch eigentlich gar nicht anzustrengen. Wir brauchen auch das Spiel nicht zu retten. Das kommt von ganz allein, weil es anders nicht geht. Oder jemand sagt, das finde ich toll, dass meine Kinder später mit der VR-Brille auf dem Sofa unanieren. Das ist auch okay. Aber schade drum.
Ja. Das wäre ein Riesenpotenzial, was uns da im Augenblick in diese Gesellschaft hineinwächst. Und wir bringen nichts anderes fertig, als denen in dem Erziehungssystem, schon im Kindergarten und oft schon im Elternhaus, aber spätestens in der Schule die Freude am Lernen auszutreiben. Und die Freude am Lernen ist immer diese Freude am spielerischen Erkunden, am spielerischen Entdecken, am spielerischen Gestalten dessen, was möglich ist. Ungünstiger kann man eigentlich eine Gesellschaft gar nicht aufbauen. Es ist halt was Suizidales. Damit kommen wir zu einer Frage, die mir mitgegeben worden ist. Wie wichtig ist Spielen für den Lernerfolg? Und ich möchte die Frage ein bisschen umformulieren, weil Lernerfolg, das klingt schon für mich schon wieder nach Bedürfnissen, nach wieder von Vorgaben, die von außen herangetragen worden sind. Das ist für mich so konnotiert mit Lernerfolg. Vielleicht einfach, wie wichtig ist Spielen für Lernen? Also nach allem, was wir jetzt schon gesagt haben, gibt es eigentlich nur eine Form von Lernen, die nachhaltig ist. Das ist das, was man freiwillig macht, ohne Vorgaben. Und das ist immer erkundend und damit immer spielerisch. Es geht gar nicht anders. Alles andere ist Dressur. Man kann aber Lernerfolge mit ordentlichen Abrichtungsmethoden natürlich herbeiführen. Das ist richtig, aber die Gefahr ist eben, oder der zwangsläufige Nebeneffekt ist eben der Verlust der Freude am Lernen. Das muss man sich sehr genau überlegen. Vielleicht nicht im letzten Jahrhundert, da gab es ja genug Leute, die ohne Freude am Lernen und ohne Freude am Arbeiten dann auch doch noch in hohe Positionen gekommen sind und sich auch sehr viel haben gönnen können. Mhm. Aber in diesem neuen Jahrhundert, in diesem 21., da geht es nicht mehr. Da kriegen sie keine Meriten mehr dafür, dass sie einfach nur brav ihre Arbeiten erledigen. Da müssen sie selber denken. Da müssen sie versuchen, gemeinsam mit anderen Lösungen zu finden. Da müssen sie Freude an dem haben, was sie tun. Sonst wird das alles nichts. Also man kann das überleben, haben wir ja gesagt, aber eben sehr wahrscheinlich auf dem Sofa mit der VR-Brille. Ja, alles klar. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Zuschauern ein bisschen Zeit, um spielerisch auszuprobieren, was noch so alles geht. Und vor allen Dingen auch ein bisschen ohne gleich eine Lösung zu finden, nachzudenken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch einfach mal über eine bestimmte Frage nachdenken kann, ohne gleich hinten eine Entscheidung treffen zu müssen, was man jetzt machen will. Die Entscheidung kommt dann schon von allein. Wenn man weiß, was man will, braucht man sich auch nicht mehr zu entscheiden. Dann macht man das eben. Sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Fütter.